So, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu RCCT Stöpsel. Heute geht es hier wieder um den X20 21 zum Einstellen. Wir haben jetzt, dafür drehen wir das Auto einmal um. Wir haben, wie ihr seht, könnt ihr die Schwingen nicht positionieren und dafür haben wir uns hier was anderes gedacht. Einmal sind im Baukasten hier nochmal schmalere dabei, die für vorne, also es sind überhaupt nochmal schmalere. Könnt ihr auch nochmal auf die breiteren umrüsten. Dann natürlich hier mit den Scheiben, macht finde ich nicht ganz so viel Sinn, dadurch, dass der Kanon dann noch weiter ein bisschen rauskommt. Also dass ihr nur das mit dem, nur das nach vorne macht und nicht das Ganze. Die ganzen Schwinge könnt ihr nicht nach vorne bauen, da gibt es nichts zu verstellen. Aber es gibt hier diese Schraube, so wie oben beim Ausfällweg einstellen auch. Damit stellen wir dann die Spurbreite ein. Wie machen wir das oder wie wissen wir das? Es gibt da ein Foto mit Maßen und da wird das so gemessen, ich zeige euch das hier mal von oben, wir machen mal hier hinten, von hier oben. Und dann nehmt ihr Messschieber. Achso, ich habe schon, dann nehmt ihr den Messschieber. Und dann messt ihr hier vom Diff bis außen zum Lenkhebel, Radträger. Da habe ich jetzt hier hinten 71 und dann stellt ihr einfach, wie beim Ausfällweg auch, stellt ihr hier, steckt ihr auch wieder den 2mm Schlüssel rein, dreht da einmal, messt wieder nach, bis das passt. Und wo findet ihr das? Gute Frage. Ich habe das auch bei uns aus der Gruppe mitgenommen, kann euch da aber gerne da natürlich helfen und werde euch das nochmal ganz zum Schluss im Video einmal einblenden. Und da gibt es natürlich die Maße für vorne und hinten sind natürlich anders. Auch die werde ich euch dann damit eingeben. Und dann würde ich sagen, wir kommen schon zur zweiten Sache. Wir drehen das Auto einmal um und stellen euch wieder woanders hin. So, ihr habt jetzt hier, habt ihr so Scheibchen, so Klipse. Also im Baukasten sind das so Klipse, ich habe schon gesehen, manche haben sich das zum Scheiben umgebaut, aber so geht es natürlich etwas schneller. Dann könnt ihr damit hier, was der Arme natürlich auch noch kann, hier vom Lenkhebel die Position verändern. Und da gibt es, wie bei dem anderen auch, nochmal für vorne und hinten gibt es da dann jeweils nochmal auch ein Bild, eine PDF, wo das drin steht. Die werde ich euch auch nochmal am Anschluss des Videos nochmal mit einfügen. Das ist hinten dann dieselbe Geschichte auch. Hier haben wir auch wieder Scheibchen und hier, das ist immer nochmal beim anderen. Da könnt ihr auch nochmal ein bisschen rumspielen, gibt aber bei den normalen Tourenwagen kann man das natürlich nicht machen. Deswegen habe ich da auch noch nicht so viel dran rumprobiert, fahrtechnisch her. Die beim Arve können euch das vielleicht dann nochmal, ne? Da könnte man noch ein bisschen gucken,
oder einfach selber rumprobieren. Zum Beispiel beim Fronti ist das ja auch so. Da haben wir das auch ein bisschen umgestellt. Da ist das auch von Anfang an anders. Und damit würde ich sagen, war das jetzt hier von den Einstellgeschichten, die anders sind als wie beim anderen Auto, die anders sind, werde ich, ja, war es das. Und wenn ihr noch Wünsche habt, mehr hier vom Auto, vom Setup, wie ich was an dem Auto nochmal anders baue, wenn es was Neues gibt, was ich dann habe, da ich natürlich nicht alle Option Parts dann noch nicht habe, wenn ihr Fragen habt, fragt bitte nach. Und damit würde ich dann erstmal sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns morgen wieder bei VRC Pro und bei RCCT Stöpsel natürlich. Bis dann. Ciao, ciao.